Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, entschuldigt bitte, dass ich hier direkt so losstürme. Aber wir haben schon spät am Abend und ich würde gerne noch die Quest abgeben und ich sehe, dass der Typ hier oben steht und ich will ganz schnell noch mit ihm reden. Mit ihr, Entschuldigung. Ich habe das Material für das Segelflugzeug mitgebracht. Oh, hallo, hat sie noch gesagt. Schön, okay, lass mich das mal alles zusammenfassen. Hier, sag mir einfach Bescheid, wenn irgendetwas schief geht oder es plötzlich auseinanderfällt oder so. Aber ich würde mir keine Sorgen machen. Ich habe die meisten Macken bereits ausgearbeitet. Das ist schön. Ich habe jetzt endlich meinen Gleiter. Oh mein Gott. Wenn Sie nach Geschenken für meinen Vater suchen, er mag Geweihdekorationen sehr. Na toll. Oh, ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Kann ich verstehen. Ich finde den Geweih überall Look ziemlich geschmacklos. Ja, ich finde das auch schrecklich. Generell so diese ganzen Köpfe und so. Ich schaue mir gerne die Sterne an, weil sie mich daran erinnern, dass es nichts Schöneres gibt als das Feuer der Natur. Es ist verrückt zu glauben, dass etwas, das Millionen von Meilen entfernt brennt, hier in Palia noch zu sehen ist. So, vielen, vielen Dank, dass du noch da warst. Und, oh, die hat aber hier auch gut. Kann man das ernten? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Mal eben bei anderen Leuten was zu klauen. Talk to Gina. Ach so, stimmt. Ich muss das ja auch noch machen. Na gut, dann würde ich aber sagen. Ich mache mir mal hier eine Markierung rein. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal hier gucke und das mache, was wir jetzt seit ewigen Zeiten hier schon gefühlt machen wollen. Nämlich die Gegend mal erkunden. Da müssen wir sowieso mit ihr reden. Also denke ich mir mal, ja, doch, hier müssten wir theoretisch rüberkommen. Also denke ich mir mal, ist das gar nicht so schlecht, wenn ich vorher gucke. Es sei denn natürlich, dass ich das Problem habe. Was sind das hier alles für Blumen? Dass ich das Problem habe, dass sie, dass ich nicht weiterkomme, wenn sie dann irgendwie schläft oder so. Das wäre dann ziemlich doof. Aber das hoffe ich mal nicht. Ich denke ja immer, ich gehe ja immer überall positiv ran. Vielleicht mal mit einziger Ausnahme des ersten Tages, wenn die Open Beta kommt. Violettes glänzendes Steinchen. Questgegenstand. Ein königlich lila glänzender Kieselstein. Vielleicht möchte ihn niemand haben. Aha. Habe ich das dann schon erkundet hier? Nee, dann habe ich es noch nicht erkundet. Warum nicht? Weil ich hier noch weiter kann. Okay, verstehe. Theoretisch. Da hinten ist noch ein Eingang. Können wir darum? Ich wollte gerade sagen, ich habe hier was gehört. Aber das sind nur die normalen, glaube ich. Hier war doch irgendwo, oder war das jetzt schon das, wo man rüberkam? Ich könnte theoretisch mit den Gleitern nach da hinten. Frage ist nur, bringt mir das was? Nee, Moment, das ist ja sowieso der Eingang, wo man hinkommt. Was soll ich denn hier erkunden? Durchsuche diese Gegend. Tja. Was soll ich denn finden? Sagen wir es mal so. Ich habe jetzt hier diesen Stein gefunden, aber. Ah, Moment. Here lies the heart of humanity. Das ist doch. Ist das nicht ein Buddha oder sowas? Bottom. By 100.000 hungers. We who remain shall remember. This is serene using flow. Can bring. Was? Can bring. To those who gave the lives for this lesson. Oh Gott. We thank you. May these mistakes never be repeated. Oh, okay. Die, die ihr Leben gegeben haben, Dankeschön. Mögen diese Fehler nicht nochmal geschehen. Ja, dieser Satz ist irgendwie. Okay. Ach so, jetzt habe ich es aber auf jeden Fall erkundet. Jetzt kann ich wieder mit ihr sprechen. Das ist schön. Moment, wie kann ich eigentlich diesen Paragleiter benutzen? Hiermit nicht? Ich habe jetzt einen. Die Frage ist nur, wie.
kann ich ihn überhaupt benutzen? Wo habe ich denn die Koralle jetzt schon wieder her? Accessoires, Gleiter. Tippe beim Fallen auf die Sprungtaste, um zu gleiten. Ihr Gleiter muss im Zubehörfach ausgerüstet sein. Welches Zubehörfach? Diese Accessoires hier? Ist das mein Zubehörfach? Ich hoffe es, weil sonst werde ich jetzt gleich sterben. Ich probiere das jetzt mal aus. So. Eins tiefer. Ich kann fliegen! Ja! Wuhu! Es funktioniert! Wie geil! Das ist cool! Haha! Das ist wirklich cool. Ja, geil, 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 geil. Kann ich dem Epi jetzt auch mal was zeigen, wie er da dran kommt? Haha. rechts von mir, da komme ich jetzt wieder raus. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt wieder so spät abends, dass sie garantiert wieder am Schlafen ist, sodass ich die Quest wieder nicht abschließen kann. Aber gut, ich guck mal, wo sie ist. Da unten läuft sie auf jeden Fall rum. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich wollte gerade sagen, stand da gerade ein Klon von mir oder was? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, so schnell da zu sein, bevor sie schlafen geht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommen wir ihr schon mal näher. Das ist schon mal positiv. Oh, geht mir nicht auf den Sack, Leute. Bitte. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss die einholen. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, euch alle tot zu machen hier. Weil ihn tot zu machen, das hört sich ja gefährlich an. So, schnell verdientes Geld. Lauf weiter. So, wo ist sie? Lauf, 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 lauf. Wir müssen sie noch einholen, während sie wach ist. Gib dein Bestes. Tu alles. Leg den Sprintburst ein von DBD. Ah, wo ist sie? Wo ist sie? Ich hätte den Gleiter benutzen sollen, ne? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Nein! Da läuft sie. Ich hab sie gesehen. Bleib stehen! Bleib stehen, ich rede mit dir. Ha! Need any help? Ah! Tut mir leid, wenn ich dich anstarre. Das ist nur Teil meines Forschungsprozesses. Ich habe die Ruinen besucht. Das hast du? Und? Was sagst du? Ja, so einen Fehler würde ich niemals machen. Ist es nicht etwas extrem, jegliche Verwendung der Strömung zu verbieten? Strömung ist gefährlicher, als ich dachte. Was, wie können wir sicher sein, dass das stimmt? Ja, so einen Fehler würde ich niemals machen. Klingt ein bisschen überheblich, ne? Ja, ich sag mal, ist es nicht etwas extrem, jegliche Verwendung der Strömung zu verbieten? Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Welche Strömung, aber ich frage trotzdem mal. Nun, dem Orden zufolge reiche schon ein kleines bisschen Strömung aus, um eine Katastrophe auszulösen. Also schränken Sie die Verwendung stark ein. Glaub mir, ich habe etwa 50 Anfragen gestellt und Sie lassen mich noch immer nicht damit arbeiten. Jedes Mal, wenn ich in den Ruinen auf ein Strömungsgebiet stoße, muss ich meine Grabung einstellen und die Akademie benachrichtigen. Und dann ersticke ich in Bürokratie. Ich weiß, es ist gefährlich, aber manchmal ist das alles ein wenig zu einschränkend. Der Orden? Naja, der offizielle Name lautet Vereinigter Orden der Republik Palia. Aber das ist schon ganz schön lang, deshalb wird er von allen nur der Orden genannt. Es ist seine Aufgabe, die Verwendung der Strömung in Palia zu regulieren. Und wenn man gegen die Regeln verstößt, ist es auch ihre Aufgabe, das zu untersuchen und entsprechend zu bestrafen. Der Orden klingt streng. Er kann etwas einschüchternd sein. Ich hatte noch nicht allzu oft mit ihm zu tun. Normalerweise fülle ich nur mal ein Formular aus und bekomme einen Brief zurück, in dem mir mitgeteilt wird, dass meine Anträge abgelehnt werden. Also, streng ist nicht falsch. Wie dem auch sei, du hast die Erwartungen an dich, mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Mehr als erfüllt. Ich werde Esche davon in Kenntnis setzen. Ein Vorteil daran, sich nie wirklich irgendwo zu Hause gefühlt zu haben, ist, dass man kein Heimweh haben muss. Ich habe meine Familie verlassen, als ich noch ein Kind war, um am Institut zu studieren.
Aber das Institut selbst hat sich nie wirklich wie ein Zuhause angefühlt. Ich fühle mich hier also genauso wohl wie anderswo. Oh Mann. Ja, ich kann nicht mehr reden. Oh, ich bin so froh, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Moment. Questziel, Questziel. Okay. Moment, wir müssen... Wo war denn der Eingang? Der war hier, ne? Müssen wir da hin. Gut. Das ist dann da hoch. Kann ich da... Hier am besten rum. Aber das ist die Ecke hier, meine ich, ne? Da ist ja auch das Ziel direkt in der Nähe. Ja, ja, doch, da hinten kommt die, glaube ich, jetzt. So. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Sprech mit... Ach so, sprech mit ihr. Wartet die jetzt im Tempel auf mich? Weil ich hätte ja sonst nochmal mit ihr sprechen müssen. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Aber ich denke mal, weil wir jetzt nämlich hier zwei Questzeichen haben. Jetzt dachte ich gerade kurzfristig, dass ein Video kommt, weil alles so schwarz wurde. Und ich denke so, oh, geil, neues Video? Ja, war dann wohl nichts. Okay. Aber sie scheint hier drin zu stehen. Okay. Dann habe ich hier auch nichts falsch gemacht. Indem ich sie quasi ignoriert habe. Oh, die stehen beide sogar hier drin. Hekla, darf ich mit dir auch kurz reden? Would you like to communicate? Wie darf ich dir helfen? Ich wünschte, ich hätte Zeit, Projektile auf Cernus zu schießen. Ich würde Yina gerne gegrillten Fisch zum Abendessen machen. Ich habe in letzter Zeit viele menschliche Bücher übersetzt, die wir in den Ruinen gefunden haben. Und ich muss sagen, ich bin nicht sehr beeindruckt von der Urteilskraft oder Intelligenz der Menschen. Na danke. Es sind ja nicht alle so. Also ich würde mich selber als... ich würde mich nicht nur so bezeichnen, das hört sich jetzt blöd an. Aber ich habe meinen Test gemacht und ich weiß, dass ich... Also ich persönlich finde mich nicht intelligenter als andere Menschen, aber ich weiß, dass ich mich über viel mehr informiere. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, egal um welche Themen es sich handelt. Und sei es nur um Sachen, die ihr gut findet, sei es Kunst, sei es das Schreiben, sei es, keine Ahnung. Also halt alles, was ihr gut findet, sei es irgendwas Wissenschaftliches oder so. Informiert euch über alles, was euch interessiert. Und wenn... ihr denkt, ihr wisst schon alles, dann informiert euch noch in andere Richtungen, die vielleicht damit zu tun haben oder ähnliches. Also ich kann wirklich nur sagen, auch wenn es doof klingt, Wissen macht Spaß. Nicht jedes Wissen. Psychologiebücher sind ein bisschen hartes Brot, muss ich sagen. Ich habe eins für über 70 Euro hier. Das ist heftig geschrieben. Da muss man manchmal auch mal den Satz dreimal lesen, bis man ihn verstanden hat, weil halt so viele Fachwörter drin sind. Aber absolut klasse. Also wenn man sich in alle Richtungen informiert, wo man gerne möchte, wo man Interesse dran hat, finde ich immer super. Eure gesamte Zivilisation wurde auf Torheit aufgebaut. Nichts für ungut. Das passt jetzt nicht so genau mit dem, was ich gesagt habe, aber egal. Hervorragend, du hast den Gleiter mitgebracht. Ich habe versucht, den Zweck dieses Ortes herauszufinden, während du weg warst. Unglücklicherweise sind die Fortschritte langsam. Ich habe in der Schlucht etwas leuchten sehen. Es erinnert mich irgendwie an etwas, das ich in der Nähe meines Zeltes gefunden habe. Wahrscheinlich von Menschen gemacht. Es sieht aus wie eine alte Schnitzerei, wenn ich es nur aus der Nähe betrachten könnte. Deshalb hast du mich. Richtig. Tu dein Bestes, um dorthin zu gelangen und bleib sicher, okay? Wir werden unser Bestes tun, um dich im Auge zu behalten. Until next time. Okay, kein Thema. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo dieses Glänzende ist. Sie meint aber, nee, geradeaus, das sieht mir eher nach einem Rätsel oder sowas aus. Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt weiter rumkommt, wenn man nach unten
schwebt. Aber nach da oben komme ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Tja. Kamikaze. Nee, nach da oben komme ich wirklich nicht. Husch. So. Hier ist eine Tür. Lesen, okay. The strange writing says storage in the human language, okay. There are additional carvings below it that are hard to make out. The door won't budge. Okay, also die Tür bewegt sich nicht, aber das scheint der Lagerraum zu sein. Ich gucke erstmal eben hier unten wegen der Tür, glaube ich. Bücherregale. Bücherregale, was ist das denn? Ancientum. Ach, da war auch noch etwas, was man lesen konnte. Mist, wenn ihr quasi hier in diesen Bereich reingeht und bevor ihr über die Brücke geht, wo wir das Wasser in diese Schale reingekippt haben, wenn ihr an dem Wasser links runter geht, das hat der Epi mir nämlich zuletzt gezeigt, da ist noch was zu lesen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht geholt habt, dann holt euch das auf jeden Fall, beziehungsweise lest euch das mal durch. I sit here waiting, wondering. I wonder whether you make it to one of the other temples in time. Alba. Alba habe ich noch nicht kennengelernt. I hope somehow. Muss ich mir davon irgendwas merken? Ich denke nicht, oder? Keeps me in the grounded. Es könnte jetzt ein Hinweis sein, wo ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin. Hallo? Gerade durfte ich das nur untersuchen? Ah. This place has been up down for a long time. The door ahead seems... Oh, Mann. Keine der Türen kann ich hier öffnen. Da komme ich nur raus, oder? Nee, da komme ich in eine extra Kammer wieder. Okay. Da tut sich bestimmt auch wieder nichts. Symbol seems familiar. It inspired a feeling that there may be others. Okay, das hört sich so an, als ob sie sich daran erinnert, dass halt eben noch andere, ja, quasi da drin eingeschlossen sind. Wuhuhu! Okay. Ich dachte gerade so, was ist das denn? Und im nächsten Moment wusch, geht das Ding hoch. Hab ich mich jetzt erschrocken. Okay, aber geil. Ein Schiebepuzzle. Schiebepuzzle sind cool. Frage ist, kann ich das so benutzen oder fehlt ein... Ja, nee, es wäre ja Blödsinn. Muss ja dann... Ach so, okay, Moment. Das nach links. Soll das die Schwanzflosse sein? Ja. Das runter und das nach links. Im Zeichen des Fisches. Das war jetzt übrigens sehr einfach, nur mal so nebenbei. Aha. Im Zeichen des Fisches. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Okay. Verstehe. Die Frage ist jetzt, ist das das Einzige hier? Zurück zu Gina. Ja, wie soll ich denn jetzt von hier aus zurückkommen, wenn das Ding... Also wenn der Zielpunkt hinten höher ist... ich kann da unten hin, aber da komme ich... Da ist ein Chest. Moment. Ich muss da hochkommen, weil hier ist nämlich eine Chest, die ich finden kann. Kristallseelotus. Och, zeigt mir doch mal. Das ist der. Smaragdgrünes Teppichmoos. Den hatte ich so, glaube ich. Und die Kiste war das dann wahrscheinlich nur noch. Wie komme ich jetzt hier? Ah. Man kann Felsen hochklettern. Wieso wusste ich das nicht? Eigentlich wusste ich das, weil ich glaube, das war die Einführung mit den Felsen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hallöchen, ich bin wieder da. Oh, my dragon. Oh, I didn't see you there. Ja, ich kam ja auch von hinten. Hey,
Hey, schön, dich zu sehen. Dieses Bild, das ich gesehen habe, war also irgendein altes Rätsel? Das fällt mir übrigens jetzt erst auf, dass sie da so ein Spien hier, also eine kaputte Brille hat. Und du hast etwas gehört, als du die Bilder richtig angeordnet hast? Wie ich schon sagte, es gibt noch einen von denen ich in den Ruinen auf der anderen Seite des Flusses... Was? Es gibt noch einen von denen in den Ruinen auf der anderen Seite des Flusses gegenüber meinem Zelt. Vielleicht sollten wir das überprüfen. Vielleicht reagieren sie auf deine Anwesenheit. Ja, zumindest das Ding, was gerade hochgegangen ist, das ist, hat wohl auf meine Anwesenheit reagiert. Ja, cool. Dann stürme ich jetzt direkt mal hier raus. Und vergesst diesmal nicht, das Ganze zu nehmen. Ich meine, das war hier auf der Seite. Ja, genau. Das hat der Epi mir nämlich gezeigt hier. So, könnt ihr euch gerne durchlesen oder auch nicht, weil es noch auf Englisch ist. Ist mir egal. Okay, es war kein Hinweis, so wie es aussieht, aber es ist auf jeden Fall etwas... Ja, das sind so Tagebücher, so wie es aussieht, ne? Die man da so findet. Tagebücher oder Tagebuchseiten in Stein gemeißelt. Mann. Oh. Normalerweise dauert das immer so lange. Bis sie das dann geladen haben. Ja, wollte ich jetzt mal kurz einen Schluck Kaffee trinken? Moment, Quest hier. Da war das wieder nichts. Ich bin hier rausgekommen. Moment, hier war doch das... Nee, Moment. Hä? Hier bin ich jetzt rausgekommen. Da bin ich rausgekommen. Das heißt, hier war doch ihr Lager, wenn ich das richtig sehe. Stimmt, da bin ich hochgeklettert. Das war das. Hier ist auf jeden Fall der Zielort irgendwo. Oh, hier ist... Nehmen wir doch mit. Irgendeine Tapete war noch dabei. Was war das hier mit Kommunikation gerade? Kommunizieren? Hey, cool. Phönix-Schrein Quest abgeschlossen. Ich stehe hier gerade wie der Ochs vom Walde, aber ist egal. Kann man das nochmal machen? Fokus-Bonus increase bei 30%. Ich gebe jetzt gerade meine ganzen Punkte aus, oder? Ich weiß hier gerade gar nicht, was ich mache. Ich habe 275. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt hatte, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh, ich sehe echt toll aus. Moment. Ich habe 275. Ich mache das jetzt nochmal. Bonus zu 35. Oh, ja, ich habe wirklich gerade meine ganzen Punkte ausgegeben. Aber dadurch kriegt man anscheinend mehr Erfahrung. Ich mache das noch einmal. Also ich hoffe, dass die permanent jetzt auf 40% sind, weil sonst wäre das natürlich Blödsinn. So, mehr kann ich auch nicht machen. Das war jetzt gerade... Ja, cool. Dann ist das also das gar nicht das Ziel gewesen, was ich jetzt gerade gedacht hatte. Wieso ist denn jetzt hier eigentlich ein Ziel drin? Ich habe doch gar keins gemacht. Sondern hier unten ist das Questziel eigentlich. Okay. Aber dadurch, dass ich jetzt so doof war, habe ich eine Kiste gefunden und habe die Dinger nochmal erhöht. Das hier unten habe ich mir ja, glaube ich, schon mal angeguckt, ne? Das war ja, meine ich, als wir rausgegangen... Ja, wenn sie sonst keine Probleme hat, alles gut. Ja, mehr kann man da, denke ich mal, auch nicht machen. Also das für euch als Tipp, ne? Kann man, je nachdem, wie viel man da jetzt von hat, von den Punkten, mindestens bis 40 erhöhen. Das ist geil. Kann man wahrscheinlich immer mal wieder zwischendurch ankommen. Hab ich mich jetzt erschrocken, das war eine Mühle. Okay. So. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo dieser Punkt war. Das ist der hier, denke ich mal, gewesen. Ne? 300 entfernt. Ach, wir haben schon wieder den nächsten Morgen. Wir haben mal eben so die Nacht in der Ruine verbracht. Und das komplett wach. Auch nicht schlecht. Und das ist irgendwo hier. Wobei ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob wir weitergehen sollten. Weil ich habe ja auch noch Kisten drin.
Ich würde sogar fast sagen, nee, machen wir es mal anders. Ich würde sogar fast sagen, wir sind ja eh so in der Mitte, dass wir erstmal eben die Sachen nach Hause bringen. Nee, war das jetzt hier? Das war eins weiter runter, ne? Dass wir die Sachen mal eben zu Hause abgeben, sozusagen. Damit wir nicht so viel haben, was wir jetzt mit uns mit rumschleppen. War jetzt irgendwo, bin ich denn jetzt gerade rumgelaufen hier? Sagt ich, okay, kannst ja abkürzen, kannst du mal so quer durch die Botanik laufen. Was nicht ganz verkehrt war, offenbar. Wie man sieht, aber was irgendwie seltsam war, weil ich jetzt da komisch rumgelaufen bin. Egal. So, 94 Gold haben wir nochmal erhalten. Haben wir jetzt hier eigentlich... Oh, was ist das? Das waren die Muscheln? Austern? Keine Ahnung. Oh, ich weiß es doch nicht. Moment. Gegrillte Austern. Die tun wir erstmal da rein, weil da haben wir jetzt zwei von... Kann ich verkaufen. Die tun wir auch erstmal da rein, damit die weg ist. Geschlossene Auster. Ich meine, dass wir... irgendwo eine Auster mal für brauchten. Kann auch sein, dass das einfach nur das war, was wir von der Quest bekommen hatten. Die Sachen, die ich so nicht finde, tue ich auf jeden Fall alle da rein. Was mache ich jetzt hier mit der Gemüsesuppe? Wieso habe ich überhaupt noch mal eine Gemüsesuppe? Wobei, ich habe noch gut was drin. Also würde ich mal sagen, lassen wir das einfach. So, dann. Die sieht so ein bisschen aus wie die. Stell mir die Kiste daneben. Und die Kiste stellen wir auch daneben. Zack, jetzt haben wir hier irgendwie eine Reihe von Kisten, die wir eh nicht benutzen können. Ist das nicht schön? Ja. Achso, die Blumen könnte ich noch eben verkaufen. Die schmeißen wir dann mal rein. Ist zwar nicht viel Geld, aber ich sag mal, Kleinvieh macht auch Mist, ne? So. Shane. Achso. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Hast du dich im Dorf schon eingelebt? Ich hoffe, die Bewohner sind zu dir so freundlich und zuvorkommend, wie ich es von ihnen gewohnt bin. Es gibt noch einen letzten Bewohner, den du kennenlernen solltest. Wenn du Zeit und Muße hast, so sprich bitte mit dem Drachen an deinem Schrein nördlich des Dorfes. Da war ich schon mal, aber da konnte ich nicht mit sprechen, ne? Du bist vielleicht keines seiner Kinder, aber ich bin mir sicher, er wird dich dennoch in... Kilima willkommen heißen. Doch, ich habe da irgendwas gemacht, glaube ich. Da muss ich das halt nochmal machen. Oh, er hat mir auch sowas geschickt. Als ich an der Bahari-Brucht entlang ging, fand ich etwas im Sand. Ich weiß nicht, ob du es gebrauchen kannst, aber ich hoffe, es wird dir irgendwie nützlich sein. Ja, cool. Dann nehmen wir das auch direkt mal an. Ja, sehr, sehr geil. Meet Gina in den Ruinen. Oh, wir haben jetzt so viel, was wir jetzt hier machen können. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber bevor ich jetzt nochmal irgendetwas Neues anfange, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut in der Hoffnung, dass ich morgen auch nochmal aufnehmen kann, weil sonst werde ich wahnsinnig. Ich habe so viel, was ich jetzt unheimlich gerne weiterspielen würde. Und ich weiß gar nicht, ist das doch, das ist die Hauptstory, denke ich mal, oder? Sie ist die Hauptstory. Das mit dem Schlüssel ist nicht die Hauptstory anscheinend. Ja gut, der Drachenschein, das ist jetzt natürlich zusätzlich noch dran. Steht auf jeden Fall nicht drin, dass sie die Hauptstory ist. Kann auch sein, dass es nur, wenn ich das abhefte, dass es dann zur Hauptstory geht. Weil ich meine, sie ist die Hauptstory. Das wäre ja unlogisch, weil sie haben ja von Anfang an kennengelernt. Ja gut, und sie ist auch die Hauptstory. Keine Ahnung, warum die Hauptstory ist, weil wir mit der eigentlich nichts zu tun hatten. Aber egal. Soll mir alles gleich sein. Ja, ich überschlag mich gerade innerlich, meine Gedanken, alles, meine Sprache sowieso, das seid ihr ja schon von mir gewohnt. Und ich will jetzt gerne weitermachen, aber ich kann nicht, weil ich muss gleich zur Schule und ich kann leider keine neue Folge beginnen, weil das würde dann nicht mehr zeitlich hinhauen. Deswegen bin ich jetzt ganz traurig. Ich kann nur hoffen, dass ich demnächst noch weiterspielen kann. Heute Abend weiß ich nicht, weil da ist wieder so viel los, dass man wahrscheinlich wieder nicht reinkommt oder die Server wieder schlapp machen. Ich weiß es nicht. Ich probiere es auf jeden Fall. Ach nee, kann ich gar nicht. Ich habe heute noch im Wettlauf. Okay, dann hoffe ich inständig, dass ich morgen dann nochmal
eine Runde aufnehmen kann, meiner Lust hier gerade, meinem Hype sozusagen nochmal frönen kann. Weil, wie gesagt, ab übermorgen ist die Open Beta. Jetzt müssen wir alle ganz, ganz stark sein. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann noch spielen kann. Also zumindest an dem Tag gehe ich erstmal davon aus, dass das so überfüllt sein wird, dass es nur Probleme geben wird. Haben Open Betas teilweise so an sich. Also nicht unbedingt, dass es überfüllt ist. Ich meine, man kann ja in der Regel absehen, wie viele ungefähr auf den Server drauf wollen. Dass die dann natürlich auch alle gleichzeitig drauf wollen, das ist ja allseits bekannt. Das ist ja so ziemlich mit jedem Spiel so. Und da Palia so gehypt wird im Moment, also nach dem, was ich mitbekommen habe zumindest, die überhaupt davon wissen, kann man davon ausgehen, dass ein Riesenansturm da sein wird. Da das Ganze, so wie ich das mitbekommen habe, kostenlos ist, wird es wahrscheinlich noch einen größeren Ansturm geben. Und da es halt, wie gesagt, die Open Beta ist, das heißt, jeder kann sich dann anmelden. Und ja, der Download hat ja nicht lange gedauert, ich glaube eine Viertelstunde und dann konnte ich rein. Deswegen bin ich da lieber vorsichtig. Aber ich hoffe trotzdem, es ist kurz vorm Wochenende, das ist natürlich ein bisschen schlecht, weil am Wochenende die meisten dann wieder spielen können. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich wieder gut reinkomme. Und ja, ihr dann nicht irgendwie tagelang nichts mehr von mir hört. Aber sollte es so sein, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich mache das nicht, weil ich das Spiel nicht mehr gut finde plötzlich, sondern einfach nur, weil ich nicht auf die Server komme. Normalerweise mache ich dann aber auch im Community-Tab nochmal einen Hinweis. Ist leider nicht möglich reinzukommen oder wie auch immer. Ich hatte ja die ganze Zeit diesen Lockdown am Wochenende, das heißt, also Lockdown im Spiel. Das heißt, wir kamen ja aus den Häusern nicht raus, also die meisten zumindest. Einige kamen wohl raus. Ich denke, dass das so eine Einstellungssache gewesen ist von Palia, dass die gesagt haben, okay, die Ersten vielleicht, die den Code bekommen haben, können spielen. Und die, die danach den, wohl andererseits, das kann auch nicht sein. Weil ich kenne zwei Leute, die mit mir den Code bekommen haben am gleichen Tag. Und einer davon konnte auf jeden Fall spielen. Also kam raus aus dem Haus. Und ich kam halt nicht raus. Also daran kann es auch nicht sein. Oder die haben tatsächlich irgendwie vielleicht nach Namen, nach dem Alphabet oder keine Ahnung, nach welchen Kriterien geguckt. Ich weiß es nicht. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, gucke ich nochmal ganz schnell. Kann man die ernten? Oh, man kann sie ernten. Sehr schön. Und hier ist Unkraut drin, glaube ich, oder? Untersuchen. Ach nee, das ist der Weizen. Okay, ich dachte eigentlich, wieso drücke ich eigentlich immer Q, damit ich hier in die Werkzeuge reinkomme? Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich die Zwiebel noch gießen muss, aber ich muss den Weizen gießen. Dann habe ich das wenigstens schon mal erledigt. Und ja, für heute war es das dann erstmal für mich. Vielleicht schaffe ich es noch heute Abend noch mal eine Stunde reinzukommen oder so. Wahrscheinlich eher nicht. Drückt mir wirklich die Daumen, dass ich morgen noch mal reinkomme. Und dann übermorgen ist dann die Open Beta. Ich versuch's trotzdem, aber ne, Open Beta erfahrungsgemäß ist dann meistens so, je nachdem wie sehr das Spiel gehypt wird, zwischen das Dreifache und das Zehnfache an Leuten drin. Natürlich alle zum ersten Tag, so wie es dann immer sein muss. Und ja, sehen wir der Sache positiv entgegen. Ich konnte zumindest schon einige Folgen im Vorfeld aufnehmen und ich hoffe, das reicht zumindest zur Überbrückung, dass ihr durchgehend weiterhin auch hier gucken könnt. Und wenn ihr noch keinen Key habt und die Open Beta quasi ausnutzen möchtet, damit ihr anfangt, wünsche ich euch auf diesem Wege schon mal viel, viel Spaß beim Spielen. Und ja, hoffen wir, dass die Server halten. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.